Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tears of the Kingdom Guide, und zwar zu dem Guide, wie ihr das Windgewand, also die ganze Windausrüstung von der Windmütze über das Windgewand und die Windhose bekommt, die man ja auch mit der The Legend of Zelda Toon Link Amiibo bekommt, aber man kann die auch im Spiel finden und ich zeige euch, wo ihr die finden könnt. Einmal hier unten, direkt unter Angelstadt, könnt ihr da rein und dann hier einfach diese Sichel, wo ja auch die Halbinsel ist. Und ganz hier unten kriegt ihr die Hose, die Windhose hier in der Truhe. Könnt ihr einfach mit einem Schiff rüberfahren, einfach die Hose grabben, ganz easy. Das Windgewand kriegt ihr hier ganz oben, wenn ihr beim Dorf der Ornis runtergeht. Also da könnt ihr einfach hier runter gehen und dann müsst ihr einfach hier ein bisschen nach drüben laufen. Da gibt es zwei, drei Wurzeln und hier in dem Tal findet ihr hier direkt im Gebäude die Mütze. Das Gewand meine ich, das Windgewand, genau. Das Windgewand findet ihr hier und zu guter Letzt die Mütze. Da müsst ihr hier auf die drei Inseln oder vier Inseln, diese große Insel und die drei kleinen hier. Da könnt ihr hier in diesen Abgrund runter. Dann könnt ihr einfach zu den ganzen Inseln rüberlaufen und unter der letzten Insel ist die Mütze, die ihr dann da holen könnt. Da braucht ihr aber sicher ein paar, ja, wie soll ich sagen, Waffen, um Steine zu zerschlagen. Da müsst ihr extrem viele Steine zerschlagen, aber das ist kein Problem. Es gibt immer wieder Waffen und Steine, die dann aus diesen Felsen droppen. Und dann kriegt ihr das schöne Gewand, das ihr auch mit der Toon Link Amiibo bekommt, aber ihr kriegt es auch ohne Amiibo. Genau, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Guide. Euer Blumi.at. Ciao, ciao.